In diesem Video zeige ich euch die aktuelle Methode, wie ihr einen Premium-Ice-Account in den JDownloader einfügen könnt. Das hat sich über die letzten Jahre jetzt mehrmals geändert und hier jetzt also die aktuelle Methode, die so seit 2019 aktuell ist und jetzt natürlich 2020 auch noch Gültigkeit hat. Wir gehen also einmal in den JDownloader, gehen hier oben auf Einstellungen. Hier habe ich dann ein bisschen was zur Auswahl. Für uns ist interessant die Accountverwaltung. Hier klicke ich dann auf Hinzufügen. Oben habe ich ein Suchfenster. Dort gebe ich einfach mal Premium Ice ein. Hier hat er es schon gefunden. Und jetzt will er einen API-Key oder eine PIN. Und das ist nicht euer normales Zugangspasswort für die Webseite, sondern wenn ihr dann im Account eingeloggt seid mit euren normalen Zugangsdaten, könnt ihr hier auf API-Key anzeigen gehen. Doppelklick drauf und Rechtsklick kopieren. Zurück in den JDownloader. Und hier den API-Key einmal eingeben. Ich drücke hier auf Speichern. Er sieht dann, dass ich unbeschränkten Zugang habe. Der Benutzername ist auch korrekt, also die Kundennummer. Ja, das war's schon. Und ab jetzt kann man mit Premium Ice runterladen.